Hallo und herzlich willkommen zurück. So, wir haben dieses komische Nessel-Dingsbums geholt. Und müssen jetzt zurück nach Weißlauf. Wo ist Weißlauf? Da. Schnellreise. Und geben der Frau von Kreta irgendwie sowas ihren Nesselfluch zurück. Nein, nicht den Nesselfluch, sondern dann dieses Harz vom Urbaum mit Nesselfluch. Und sei, ja. Das war's, glaube ich. Hallo. Hier oben sind Fässer. Ach, da. Cool. Nicht unbedingt. Karaffe brauchen wir auch nicht, aber hallo. Ein Eisenbarren, wieso nicht? Angeschimmelter Käse. Das braucht man jetzt auch nicht so unbedingt. Dann mal ab zu dem lieben Tempel und ich glaube, ich bin doch, ich bin richtig abgebogen. Tempel von Kyrat heißt der, glaube ich. Habt ihr das Ahnenschimmerharz? Ja, komm her und guck mich an. Östlich von hier befindet sich ein verborgener Hain, der Ahnenschimmer beherbergt. Das ist das älteste Lebewesen in Himmelsrand. Vielleicht sogar in ganz Tamriel. Unser Baum hier in der Stadt wuchs aus einem Steckling jenes Baumes heran. Man kann in ihm immer noch die Pracht des Mutterbaums fühlen. Selbst sein Name ist ein Echo. Okay, also ich habe das Ahnenschimmerherz. Damit werde ich den Baum retten. Ich danke euch vielmals für eure Hilfe. Schön. Ich lasse euch gerne an meinem Wissen teilhaben. Ja, gerne. Trainieren. Ja, schön. Das haben wir zwar nicht mehr, aber ich wollte eigentlich Wiederherstellung auf 30. Die Gnade von Kynaret sei mit euch. Einen guten Tag wünsche ich. Möget ihr mit einem Schwert in der Hand sterben. Reist durch das großartige Himmelsrand und Kynaret reist mit euch. Gut. Verstanden. Ich habe nichts getan. Was nach mir ginge, ja. Aber verdammt, ich bin so gut wie nüchtern. Hey, in der beflackten Meere gibt es eine Flasche argonisches Bier. Das gute Zeug. Bringt sie mir. Die werden das nicht mal bemerken. Kommt schon. Dann haben wir nichts mehr miteinander zu bereden. Ja, hau ab. Aber sicher. Oh, das ist doch der Liebste. Ich würde sagen, wir gehen mal kurz Minen. Eine Minenarbeit machen. Und zwar jetzt nur, weil es mir nicht weil es mir nur Spaß macht, sondern weil ich leveln möchte. Zack, Glutsplittermine. Ich hoffe, die hat sich jetzt wieder aufgefüllt, sonst wäre das nämlich ziemlich bescheuert. Aber es müsste eigentlich so sein.
Und wenn nicht, gucken wir noch in der anderen Mine und wenn nicht, dann setzen wir unsere Sachen fort. Glaube ich mal. Oh. Ich warne euch. Zurück! Ist das aber eine Überraschung? Wieso willst du mich angreifen? Schwert, Eisenschwert. Ne. Nichts Besonderes. Gut, dann gehen wir nochmal in die Glutsplittermine. Also machen wir so ein bisschen Nebenquests. Und ich muss sagen, der PC ist so langsam auf Temperaturen gekommen. Jetzt sind meine Füße auch schön warm. Ich nehme mal wieder mein Böcklein. Und gehe in den Schleichmodus. War ich hier schon mal? Nein. Aktiviere diesen Stolperdraht nicht. Erstmal speichern. Zack. Kann man nichts machen. Ihr keine Angst, dass hier jemand reinkommt? Der Eingang ist ja nicht gerade versteckt. Schon wieder diese Frage. Ich habe euch doch gesagt, dass wir jemanden haben, der da draußen Wache schiebt. Außerdem gibt's da noch unsere Felsenfalle. Also hört auf, euch Sorgen zu machen. Was? Was? Wir sind hier nicht. Das ist irgendwie lächerlich. Na, was hast du denn dabei? Ein bisschen Gold. Oh, Dietrich. Ale. Nee. Aber einen Granatstein kann ich mir nehmen. Was hast du denn noch so? Stahlschwerter brauche ich jetzt nicht so unbedingt. Aber hey, ich kann Eisen abbauen. Wie toll. Es macht doch immer wieder Spaß, Leuten beim Eisenabbauen zuzusehen, während man selber nichts tun muss. Wenn es irgendeine Mod dafür geben würde, dass das schneller geht, wäre ich schon sehr, sehr zufrieden. Oh, der Topf ist leer. Auch leer. Schade. Kann ich eigentlich... Nein, ich bekomme keinen Feuerschaden. Wie schade. Zerfleddertes Tagebuch. Okay, da ist noch ein Geldbeutel. Ach, da war eine Erzader. Habe ich gar nicht bemerkt. Habe ich wohl falsch gelesen. Ich habe verstanden Erzader, Erzzahn da oder irgendwie sowas. Hallo? Du solltest komplett abbauen. Oh. Gut, also ich darf gar nichts drücken, während der abbaut. Damit auch ja nichts passiert.
Einmal kurz speichern. Runter und den Bogen rausholen. Denn ich habe irgendwie hier das Gefühl, dass das noch nicht alles war. Wieso ist diese Brücke unten? Ich dachte, wir hätten draußen eine Wache postiert. Haltet die Augen offen. Ich glaube nicht, dass wir allein sind. Überprüft ihr den Eingang, ich werde hier drüben. Was? Was war das? Komm her. Okay. Das war nicht ganz realistisch, aber egal. So, Wein. Fass. Ne. Nichts von Bedeutung, was wir hätten klauen können. Bisschen Gold und das war's. Macht es überhaupt Sinn, die Leute auszunehmen? Das ist wohl eher die Frage. Okay, hier kommt man leider nicht durch. Schade aber auch. Aber hier haben wir eine Herzader. Herzadern sind immer cool. So. Juhu. Eigentlich müsste ich mir so ein Makro machen dafür. Fürs Speichern. Das aber Scheiße. Da war ich ziemlich nubisch. Das muss ich jetzt aber mal so wirklich, so richtig, so wirklich sagen. Schlimmer kann es nicht sein. Zack. So. Was sagt denn meine Achse? Ne. Eisen, Zweihänder, Kriegshammer. Nein, mir würde eher die Truhe gefallen. Eine neue Hand berührt den Stern. Hört mich. Hört mich an und gehorcht. Eine schändliche Dunkelheit ist in meinen Tempel eingedrungen. Eine Dunkelheit, die ihr vernichten werdet. Bringt meinen Stern zum Berg Kilkreath zurück. Und ich werde euch zum Werkzeug meines läuternden Lichtes machen. Okay. Speichern. Hier ist nichts. Schade. Aber hier ist noch eine Erzart. Frage ist, ob hier um die Ecke noch was ist. Ja, da. Aber erstmal die Erzader abbauen.
weiß nicht, aber irgendwie hier gefällt mir das nicht, dass hier keiner ist. Das Plumpsklo. Ich muss sagen, da vorne ist jemand. Kriege ich den irgendwie? Was? Oh mein Gott, da stand ja auch noch jemand. Scheiße. Hier drüben. Ach. Ihr werdet noch heute sterben. Oh. Versucht doch euch zu wehren. Hallo? Ruhig. Oh. Aua. Okay. Da haben wir ein bisschen. Hä? Nein, das? Ach nein, das war der normale Bandit. Hm. Sind wir mal lieber etwas leiser. Riesendolch, Holzteller, verkohltes Fell, Kaninchen. Nee. Hier haben wir nicht so, was wir gebrauchen könnten. Da unten liegt eine Truhe. Wie kommen wir an diese Truhe daran? Vor allem Ding. Warte mal. Leichte Rüstung schmieden. Cool. Das ist doch cool, dass man hier einfach mal so ein bisschen was bekommt. Eisenzweihänder, Eisenschwert. Komme ich jetzt nicht hoch? Und ja. Hier haben wir auch keine Schmelze, dummerweise. Deshalb würde ich sagen, geht's mal weiter. Lauf mal ein bisschen, hier ist eh keiner mehr. Hoffe ich mal. Sonst war ich nicht gründlich genug und das ist natürlich nie gut. Ich bin dafür, ich lauf nochmal und hol mir irgendwie diese Kiste da unten. Oh, hier ist sogar eine Eisen. Gut, ja, es ging ja auch gut. 40 Gold. Ja, und dann würde ich sagen, hier hören wir für heute mal auf und bis zum nächsten Mal. Haut rein!